Schönen guten Abend und willkommen zu Lotto am Mittwoch. Ja, was war das für ein spannendes Pfingstwochenende? 37 Millionen Euro mussten am vergangenen Samstag verteilt werden und das haben wir auch geschafft. Und dabei gab es auch so eine kleine Sensation. Aber dazu später mehr. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf unsere heutige Ziehung. Kugeln und Geräte sind natürlich wie immer im Vorfeld schon ordnungsgemäß überprüft. Wir können also loslegen. Ich drücke die Daumen, Ihnen allen viel Glück. So, nachdem auch nach der 12. Ziehung kein Spieler unseren Jackpot am Samstag geknackt hat, musste die Kohle also raus. Und eine solch drohende Zwangsausschüttung, die gab es in der 60-jährigen Lotto-Geschichte schon das ein oder andere Mal, aber es ist nie wirklich dazu gekommen. Hier aber erstmal Lottozahl Nummer 1, die 41. Denn jedes Mal wurde dann bei der 13. Ziehung der Jackpot doch geknackt, also dann hatte ein Spieler einen Super Sechser. Somit ist es in der 60-jährigen Geschichte nie eingetreten. Bis Samstag. Da war das erste Mal der Fall. Die 31, Lottozahl Nummer 2. Ja, somit wurden also die 37 Millionen Euro aus der ersten Gewinnklasse aus dem Jackpot auf alle Gewinner der Gewinnklasse 2 verteilt. Und auch da gab es dann eine kleine Überraschung. Weiter geht's mit der 10. Denn in Gewinnklasse 2 gab es, nicht wie erwartet, mehrere Gewinner, sondern nur einen einzigen. Ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen, der hatte einen einfachen Sechser. Und da darf sich jetzt über exakt 37.050.634,80 € freuen. Und mit der 19 geht's weiter bei uns. Und damit ist es nicht nur der zweithöchste Einzelgewinn bei Lotto 6 aus 49, sondern auch der höchste Gewinn, der jemals mit einem einfachen Sechser, also ohne Superzahl oder Zusatzzahl, geschafft wurde. Die 13, die vorletzte Zahl. Und es gibt noch einen weiteren Multimillionär vom Samstag, nämlich bei dem ganzen Spektakel. Hatte dann doch noch ein Spieler aus Baden-Württemberg den Jackpot beim Spiel 77 geknackt. Der Glückwunsch zu rund 4,2 Millionen Euro. Und die 26, die letzte Lottozahl heute am Mittwoch. So, mit diesen 6 Zahlen geht es jetzt bei uns natürlich weiter. Da fehlt noch eine, die Superzahl. Und um die kümmern wir uns jetzt. Ich drücke noch mal ganz fest die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es heute bei uns 11 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung und es geht, nachdem der Jackpot nun weg ist, in der obersten Gewinnklasse um rund 1 Million Euro. Die Superzahl heute heißt 4. Dann schauen wir uns nochmals alle Gewinnzahlen vom heutigen Mittwoch in unserer Übersicht an. 10, 13, 19, 26, 31, 41 und die Superzahl 4. Weiter geht's mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Und hier ist die Gewinnzahl im Spiel 77. 1, 6, 5, 9, 6, 6, 6 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 0, 8, 3, 8, 0. Auf lotto.de können Sie wie immer noch mal... Auf lotto.de können Sie wie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe nachlesen. Und das war's von uns. Das war Lotto am Mittwoch. Wir sehen uns wieder, natürlich wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Am Samstag 19:25 Uhr live hier aus Saarbrücken. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss.